Ilsur ist erreicht und die Prophezeiung wohl bald erfüllt. Xeran ist im Heerlager umgekommen und eure Rache vollführt. Hafax Sturm ist erneut über die Piratenküste hereingebrochen und hat alles hinweggefegt. Ihr jedoch müsst die letzten feindlichen Agenten ausschalten, die als Schläfer in der tobrischen Hafenstadt verweilen. Ein Mord passierte vor über einem Jahr, doch mit eurer Ankunft habt ihr jemanden aufgeschreckt und kurz nach eurer Ankunft starb eine weitere Person. Der Schriftarchivar entdeckte wohl Ungereimtheiten, doch bevor er etwas aufklären konnte, bekam er einen Dolch in den Rücken. Nun müsst ihr verhindern, dass Leatmon stirbt, denn seine Erblinie ist über 2500 Jahre alt und beruft sich auf das alte Myrandor. So steht ihr neben ihm im Innenhof, die rondrianische Zeremonie ist gerade vorbei und zahlreiche Zyklopenschüsse brannten als Verhöhnung in der Innenstadt ein. Kriegsgebiet. Und so beginnen wir. Rafim würde sich gerade noch ein Rüstungsteil anschrauben. Seid euch sicher, dass ihr nicht noch was anziehen wollt? Die schießen da scharf. Ich glaube, wenn wir getroffen werden, sind wir sowieso tot, oder? Weiß nicht, wie das bei einem Zyklopen ist. Ja, also Rüstung hat noch nie geschadet. Richtig, Alan. Und den wenigsten Leuten bis jetzt. Würdet ihr mir wohl helfen, diesen verdammten Schnüre zuzumachen? Oh, ja, Alan. Oh. Euer Kettenhemd ist ja richtig klein, das ist ja niedlich. Ja, wie ein Kinderkettenhemd. Auf der Herzog-Konibald-Brücke sind wir am meisten in Gefahr, weil die ist offen. Es gibt zwar so ein bisschen Tarnung oder Deckung von der Seeadler, aber die Bogenschützen sind besonders gut, weil da hat man einfach, wenn man über so einen Fluss läuft, über die Dorgul, dann kann die einen sehen. Immer unten bleiben. Ein weiterer Vorschlag. Darun. Ja. Deren Schwert über? Gewiss doch. Hier, danke. Bitte. Danke. Ja, dann nimmt ihr Schwert irgendwie ab, hakt es in seinen Gürtel ein. Dann, so eine Minute später, nachdem wir schon auf dem Weg sind, hakt es entnervt wieder ab. Und auf der anderen Seite, als ihm anfällt, dass er kein Rechtshänder mehr ist. Könnt ihr noch damit umgehen? Wir werden sehen. Wir werden auch sehen, ob ich mit meinem eigenen umgehen könnte, aber das hat Xeran. Irgendwo, schätze ich. Ich denke, wir müssen etwas tun. Leider habe ich nicht die Zeit dafür. Nun, bleiben wir alle erstmal am Leben, ja? Nun, eigentlich gehen wir ja nicht um zu kämpfen, auch wenn wir es nicht ausschließen können. Erst einmal Köpfe unten halten, denke ich. Ja, ja, das ist wichtig. Leatmon, ihr geht jeden Tag zu den Quellen, nicht wahr? Ja, wenn ich darf. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wo der Oberst ist, aber normalerweise gehe ich mit Dankrad von der Nordweide rüber. Oder mit den anderen Pareine-Geweihten. Ich glaube, dass ihre Gnaden Isalinde schon drüben ist. Aber Adelbert, könnte es sein, dass der nach oben ist? Wollen wir ihn mitnehmen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe ihn vorhin bei den Tauben gesehen. Lasst ihn uns doch schnell holen. Ja, können wir gerne machen. Oder wollt ihr direkt los? Also, ich wollte zwar gerne hin, aber Eile hat das für mich nicht. Hat es nicht Eile für uns? Ach. Wir können ihn doch schnell holen. Dann lauf, wir gehen schon mal ein wenig vorher. Es wäre vielleicht klüger, wenn einer von euch... Ihr seid schneller und... Ja, ja gut, Rafim. Ja, nur den Mann. Welchen? Diesen Pereine-Geweihten mit den Tauben. Oh, den. Ja. Den Weg beschreibst du nochmal kurz. Ja, du musst immer nach oben. Also, siehst du diesen Turm? Ja. Eigentlich mehr oder weniger hier rein und dann nach oben. Immer nach oben. Ja, kriegen wir hin. Rafim würde mal in dem Turm nach oben stapfen und nach den Pareine-Geweihten Ausschau halten. Ja,
Du kannst die Stiege nach oben gehen und wirst ihn dann wohl nach einiger Zeit finden, wobei dich die ganze, ja, das ganze Innere der Burg ungefähr 5 Minuten kostet. Währenddessen stehen die anderen am Auslasstor und könnt da kurz mit einem der Blutbanner-Gardisten-Veteranen diskutieren. Aber wenn Leatmon an eurer Seite ist, dann werden sie auch mit einem Zunicken euch die Pforte öffnen. Und ihr könntet dann langsam die, ja, den Pfad nach unten steigen, der sehr schmal ist und sehr steil abfällt. Aber ihr könntet dann auf alle Fälle in Richtung des Marktplatzes vordringen. Und während ihr nach draußen tretet, seid ihr noch nicht ganz am Marktplatz bzw. am zerstörten Rondra-Tempel angekommen, da könnt ihr mal eine Sinnesschärfeprobe würfeln, und zwar auf Sicht. Raphim kann das auch machen, denn der taucht gerade oben im Taubenschlag bei ihrer Gnaden Adebert auf und hat von da aus auch einen relativ guten Blick, wenn du ihn gerade einsammeln möchtest, denn er wird tatsächlich auch folgen, wenn es der Wunsch von Leatmund Freisop wäre. Sulamin und Boltax können es als erstes erkennen und was euch wohl auffällt, ist, dass es am Park der Ruhe eine schwarze Wolke gibt, die wohl aus dem Park aufsteigt. Irgendwas brennt. Oh, oh weh, schau doch mal. Ist das nicht unser Ziel? Ja, ja. Vorne, wo man die Büsche leicht erkennen kann? Oh, wenn da was... Oh, nein, da darf es nicht brennen. Das ist nicht gut. Wir sollten uns... Der Paraine-Tempel. Was ist da los? Und ich habe einen Treffer eingesteckt. Gehen wir hin und sehen, was zu retten ist. Los, los. Vorsicht, Kopf unten lassen. Warte, sollten wir wirklich Leatmon dorthin bringen, wenn das... Was, wenn die Feinde schon dort sind? Ich muss den Tempel löschen. Wenn, ja, jemand den wenn jemand in den Tempel der Piranha stürmen sollte, um ihn zu retten, dann wohl ihr Auserwählter, nicht wahr? Es gibt Dinge, die muss man nun mal tun. Und jetzt ist er schon hier. Oh, Raphim, da. Ich hab schon so viel von euch gehört. Eben war euer Freund hier, ich weiß gar nicht, wo er ist. Wollt ihr nicht mit uns den Piranha-Tempel anschauen? Leatmon will euch dabei haben. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe auch nicht gefragt. Ja, ich begleite euch. Oh, das ist lieb von euch. Oh, eure Tauben sind ja schön. Ja, ja, weiß, weiß. Sie kommen aus Paraine Furten. Kommt euer Eisbär auch mit? Na, natürlich. Habt ihr schon mal überlegt, Eisbären zu züchten? Sehr edle Tiere. Bisher noch nicht, aber Hunde. Ich hab's mit Hunden versucht. Na ja, ich muss euch sagen, ich hab mal einen Hund gesehen. Ungewöhnlich groß, sehr alt. Bei einem sehr edlen Zwerg. Ja, währenddessen du deutest gerade, zeigst gerade so ein bisschen auf den Paraine-Tempel oder den Park der Ruhe, da kannst auch du den Rauch erkennen, der dort hochwabert. Oh, Scheiße. Habt ihr ein Schwert? Nein, ich bin Zoologe, mein Herr. Ja, okay. Raphim würde an seinen Gürtel greifen. Hier, das ist ein Schlagring. Wenn sie auf euch zulaufen, reinhauen, immer auf die linke achten, immer auf die linke achten. Gut. Ja, er versucht ihn sich irgendwie, er hält den Schlagring in der Hand fest, so wie ein Schwert. Ja, das reicht mir. Ja, ich schnapp mir den armen Mann und unter den Arm und los. Ja. Oh, es kommt eine Schlacht. Würfel mal Athletik, um schnell genug bei den anderen zu sein, wenn du jetzt die Stiege gemeinsam mit Adebert wieder nach unten steigen magst. Zählt Sprint. Ja, eigentlich ist es ein Langlauf, aber du darfst auch sprinten würfeln, klar. Unglaublich Sprint mal benutzen. Es dauert. Und du wirst sicherlich, gemeinsam mit Adebert, er wird dich, so schnell bist du nicht, wie du eigentlich gehofft hattest. Und du wirst sicherlich etwas zu spät auftauchen, während die anderen dann im Schatten des Berges versuchen, am Marktplatz in Richtung der Herzog-Kunibald-Brücke vorzudringen. Vor euch könnt ihr dann auch noch den zerstörten Effort-Tempel erkennen, der dort liegt. Und während ihr im Schatten des Berges noch weiter auch den Zyklopenbeschüssen ausweichen mögt, seht ihr, wie ein Licht vom Tempel nach oben steigt. Abelmir, du erkennst es, Isarun, du erkennst es als Leuchtturm-Variante des Flimflam. Ein Zeichen.
Da ist etwas im Busche. Wir sollten uns beilen. Was leuchtet denn da so? Seht ihr das nicht, das Licht? Ja, was ist das? Was bedeutet das? Es ist ein Zeichen für den Feind, vermutlich. Runter, ja, runter! Kracht es, und zwar nicht neben euch an den Marktplatz, sondern auf der anderen Seite des Berges. Die Seeadler hat mittlerweile das Feuer ebenso eröffnet. Auf irgendetwas, was wohl von Seeseite kommt. Ihr könnt es nicht ersehen. Aber ihr hört es, und auch über euch, die Burg Klippstein, ist mittlerweile in Alarmbereitschaft. Ja, und die anderen sammeln sich peinlich berührt erstmal vom Boden wieder auf, weil er ausgehendes nicht von angehendem Feuer unterscheiden konnte. Peinlich. Ihr dürft mal eine Kriegskunstprobe würfeln. Wissenstalent. Belagerung würde zählen als Talentspezialisierung. Oder Taktik. Nicht Seegefechte. Nein, Seegefechte nicht. Ich auch oder wir noch nicht? Du noch nicht, weil du gerade versuchst, durch das Tor runterzukommen. Du kannst die, die großen Klippen nach unten sehen und siehst da wohl auch gerade, wie die anderen unter dir stehen. Allerdings viele Meter unter dir, sodass man entweder jetzt direkten Wege runterschlittern könnte, was auch mit Knochenbrüchen enden könnte. Du versuchst es so ein bisschen abzuschätzen, wie viele Meter werden das sein? Vielleicht 30. Da laufen wir, also das ist ein bisschen viel. Die anderen, die Zyklopen, haben ihren Beschuss mittlerweile eingestellt. Und das bedeutet, dass jetzt wohl die Landtruppen kommen, denn auf die schießt man nicht. Versuchen jetzt die Stadt anzugreifen? Wieso schießen sie nicht mehr? Weil sie jetzt angreifen. Weil wir wirklich mit dem Hochgeweihten, dem Metropoliten, hier in den Park herum spazieren? Nein, wir sollten nicht hier draußen sein. Und dann sollten wir zusehen, dass wir zum Tempel kommen. Er wird am leichtesten zu verteidigen sein. Bewegt euch! Ah, mir gefällt dieses Timing nicht. Das ist ganz schlecht. Mir auch nicht. Wollen wir nicht wenigstens noch auf Rafim warten? Der kommt schon zurecht. Komm mal, wir sind zurecht von uns. Rafim! Bewegt deinen Hintern! Los, los! Ja, Rafim würde jetzt sich den Reinigeweihten auf die Schulter werfen. Der war ihm zu langsam und jetzt wird er runtergelaufen. Ja, eine Körperbeherrschungsprobe. Natürlich. Jemand fallen zählt nicht. Wenn du runterspringst. Wenn du runterspringst. Nein, möchte ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nicht sterben. Ach, du kennst doch die Fallschaden. Kann man mit einer Körperbeherrschungsprobe kann man das auch abfangen. Währenddessen wird Leon nur noch etwas murmeln, was Zulamin als Bruchstücke der Prophezeiung erinnert. Tragt es durch die Feinde. Und während ihr darauf wartet, dass Rafim sich euch anschließt, ihr so ein bisschen orientierungslos in Richtung der... Ich schieb die mit seinen was. In Richtung der Herzog-Kunibald-Brücke vordringt, an dem Effert-Tempel vorbei, da könnt ihr erkennen, wie Gestalten aus dem Wasser steigen. Zuerst ein schmaler Kopf, dann große Fühler und dann ein stark gepanzerter Leib. Scherenarme, viele Füße, Hände. Eine Böschung, die sie hochklettern, Jalan, du kannst sie erkennen, Humeria. Und es ist nicht nur einer, es sind viele. Und überall das Wasser um euch herum windet sich. Ihr seid auch so ein bisschen daran erinnert, wie Ephadaios damals in Kunchum seine Zeremonie bekam und dann entschworen wurde, der Pakt, der gebrochen wurde, das ganze Wasser wimmelt. Und froschähnliche Krakonia, andere Monstrositäten, die jetzt aus dem Wasser steigen, teilweise versuchen, die Burg Klippstein selbst zu erklettern oder aber über den Marktplatz angreifen. Ceran kommt aus der Tiefe des Wassers. Warum müssen es immer Homeria sein? Lauft, bewegt euch! An Land sind sie langsamer. Ja, ich bin an Land aber auch langsamer. Bist auch im Wasser nicht schnell, komm jetzt! Und während ihr versucht, das Tempo anzuziehen, könnt ihr sehen, wie sie auch die große Brücke nach oben klettern und dann euch den Weg versperren. Initiative. Ich habe das Ganze schon einmal vorbereitet. Normale Einhandschwerter haben INI plus 0, nicht wahr? Willst du die Spezifikation für dieses Langschwert wissen? Na, die sind ja persönlich und deswegen gelten sie für mich nicht. So. Ich brauche ein Bockstandard WDS Langschwert. Na gut, aber die Trefferpunkte sind nicht persönlich. Die sind drin, das ist wahr. Aber die habe ich auch im Kopf. Okay.
Ich muss gerade gucken, lehrt man das bei euch? Zulaminis Daraphim ist nicht dabei oder Adebert ist auf dem Rücken von... Ah, Mira gebe ich euch so mal mit. Mira ist bei Leatman. Der Maßstab ist 1 zu 2. Dann habt ihr unten eure Initiative-Token und könnt euch dann selbst einmal drauf ziehen. Ich würfel gerade nochmal für mich aus. Und zwar die Moduren, die Krakauen, ja, den Homeria. Und die Moluren. Die Homeria sind auf der 16. Wir haben gut gewürfelt. Die Moluren gehen auf die 22. Habe ich auch wieder eine 6 gewürfelt. Und eine 2 für die Krakonia. Beziehungsweise den Krakonia. Gut, wir starten und zwar auf der 14 der Magier der Zeliten. Er möchte ganz gerne eine Kriegskunstprobe machen, um seine eigenen Leute Informationen A zu zwingen und B ihre Initiative der Moluren zu verbessern. Schauen wir mal, ob er das schafft. Nein. Schafft er nicht. Der Magier der Zeliten ist fertig. Voltax. Ja, ich laufe weiter. Ja. Bei der Aktion 1 zu 2, oder? 1 zu 2, genau. Also ein Meter auf der Karte sind 2 in echt. Genau. Okay. Dann, Voltax hat sich bewegt, gesprintet. Der Oberst selber ist selber in Formation, wird nichts tun, wird sich seiner Formation anschließen. Und dann langsam, wie er ist, sich hinter seinen Moluren versammeln. Aber... Die Kriegsrundsprobe hatte der Magier gewürfelt. Abelmir, 17. Die muss gerade mal die Entfernung messen, kurz. Okay, ist soweit. Ich laufe. Ja, alles klar. Dann seid ihr noch mit Laufen beschäftigt. Jalan. Nur zum Verständnis, die Entfernungen sind nach Mann dafür halt 500 Meter? Der Fluss selber ist 70 bis 80 Meter breit, je nachdem wo. Also ihr könnt euch... Ich meine, bist du denn von denen hier? Das sind... Also. Ja, 200 mal 2 sind grob 400. Also ihr könnt euch auch, wenn ihr jetzt sowieso nur weiter lauft und nicht auf Fernzauberei oder sowas geht, könnt ihr euch auch weiter ranziehen. Die werden da erst in Formation stehen und stehen bleiben. Mira ist gesattelt, ja? Mira ist gesattelt. Dann, also erstmal ziehe ich mein Schwert an Aktion. Dann gehe ich halt währenddessen nach vorne und sage zu Raphim, Raphim, kannst du durchbrechen und den Pisser mit dem Stab kriegen? Raphim ist noch nicht da. Ah. Ja, wie weit bin ich denn von denen weg? Du wirst nach denen auf alle Fälle einkommen. Also, wenn, weiß ich nicht, wenn die anderen hier sind, dann wirst du irgendwo hier oben auftauchen. Okay, ich möchte meine Handlung revidieren und etwas Dummes tun. 3. Ich schwinge mich auf Mira. Ja. Versuche sie zu reiten. Gut. Abrichtenprobe. Abrichtenprobe, ja. Weil das Eisbären zu dir ist neutral, also wahrscheinlich sowas wie 10. Er kennt mich, ja. Ja, doch. Pfarrpferd Esel zählt nicht. So. Das sieht gut aus. Not bad. Gibt es da irgendwelche Erschwernisse? Irgendwelche Modifikatoren für Reittiere, die du nicht kannst? Oder für Loyalitäten, weil es nicht dein Tier ist? Dann 8 Punkte. Also für gewöhnlich hängt das nur von der Loyalität. Also wenn es nicht reitertreu hat, bockt es nicht. Sie kennt mich ja. Ja. 8 Punkte. Ich glaube nichts. Gut. Passt. Also du kannst mir gerne Erschwernisse auf Reitenproben geben. Diese Runde. Fernzauberei? Ja, nein? Nein, ich möchte einen 4er-Armatrutz mit Zeitverlängern machen. Gut, die Moluren bleiben stehen. Wie gesagt, sind Informationen. Ihr könnt es natürlich auch schon sehen. Speere. Und ich gucke gerade mal nach. Zulamin kann sich auch noch bewegen. Ja, ihr könnt euch bewegen, wenn ihr mögt. Die bleiben mal da stehen. Ich möchte mich gerne orientieren und ansonsten so mit der Gruppe dann vorrücken. Ja, passt. Dann maximale Initiative, die kannst du dir auf alle Fälle aufschreiben und dann könnt ihr eigentlich gemeinsam vorrücken mit der kleinsten Initiative, die kann euch dann bewegen, also sprich Boltax. Wäre ich, ja. Ja, ich mach könnt nicht. Ihr, könnt ihr euch eigentlich ranziehen, wo auch immer ihr ihn wollt, ne? Also bis es dann irgendwie interessant wird oder relevant wird, wenn ihr dann gemeinsam lauft. Ich gehe einfach mal davon aus, zu, damit wir schneller sein als Boltax mit den kleinen Stummelbeinen. Das ist richtig. Hat Raphim eine Initiative? Noch nicht, ne? Noch nicht.
Mal schon mal würfeln. Ich würfel dir mal eine. Aber wenn wir uns an meine Geschwindigkeit anpassen, wird Raffin sicherlich aufholen. Okay. Dann könnt ihr, ja, dann zieh euch doch einfach mal und ich ziehe dann Raffin hinterher. Ich würde vorher noch es tun. Wir haben ja, dauert wahrscheinlich mehrere Kampfrunden, vermutlich mal, bis wir vorne ankommen. Ja, ihr könnt euch vorbereiten. Ich würde ein Ignisphäre-Reichweitenvergrößerung. Ignisphäre-Reichweitenvergrößerung? Ist eine plus 5, ja, plus 3 dann halt wieder bei Halbierung. Gut. Dann, Boltax, du kannst mal auf. Welche Sprachen hast du? Einen Moment, muss ich gerade mal gucken. Du sprichst unter Wassersprache, ja? Ich spreche Ressual. Genau. Ja, du darfst Ressual würfeln. Okay. Aua. Juhu, das ist ein Patzer. Okay. Du siehst wohl, wie der Zelit seinen Mund bewegt und es wird vielleicht ein Geweihter sein. Vielleicht spricht er da gerade irgendwelche merkwürdigen, charybdischen Anbetungsarten. Du bist der Meinung, dass gleich ein mehrgehörter Dämon auftaucht. Boah, der ist gefährlich. Den müssen wir sofort ausschalten. Und ich zeige auf den, genau. Auf ihm Sinneschärfeprobe. Warte. 5 Punkte. Du siehst, wie auf dem Dach des Effert-Tempels gerade ein Froschwesen nach oben steigt mit seinen muskulösen Beinen und er knurrt dich an auf seiner merkwürdigen, fischartigen Sprache, die nicht für die Oberfläche gemacht worden ist, aber du erkennst es als Herausforderung und mit einem Hopsen landet er zwischen dir und den anderen. Oh. Es wird ja erstmal der reine Geweihte wieder auf seine Füße gestellt. Danke, mein Herr. Was soll ich denn jetzt tun? Zurück zur Burg laufen? Nein, immer auf die Linke achten. Er greift den Schlagring und da steht ein. Das ist ein Krakonier. Seht ihr die Riffelung an seinem. Mein Gott, das ist ein Geweihter. Hat er das wirklich gesagt? Ja. Ja, dann kriegt er jetzt einen Schlag auf den Hinterkopf. Ja, er fällt auf den Boden und du kannst ihn dir nochmal genauer ansehen, Götter- und Kulteprobe. Wenn du irgendwelche Spezialisierungen für Kriegsgötter oder sowas hast, würde das zählen. Leider nicht. Wäre aber gut. 5 Punkte ist nicht viel. Du weißt nicht, ob es sowas wie Geweihte bei den Krakoniern gibt, aber er sieht martialisch aus. Das ist nicht Belhalha, das könnte Chor sein. Ja, also eine Behauptung allerhöchsten Maße. Frech. Er führt einen Speer mit 9 Zacken, der dich sehr ekelhaft an einen der Chorspieße erinnert. Aber er führt ihn nicht über Speere, sondern so wie er ihn hält, wohl eher als Schlagwaffe. Ja, wie weit sind wir denn noch auseinander? Ja, er tritt so nach und nach auf die Straße gemeinsam. Du kannst natürlich auch aufholen oder ihn umgehen, aber die Herausforderung steht auf alle Fälle im Raum von ihm, während er mit seiner Schlagwaffe auf dich deutet. Und du bist noch entfernt von den anderen 300 Meter entfernt, während du auf ihn zuläufst, steht er am Rand und versucht dir den Weg abzuschneiden. Ja, sobald ich ihn sehe, möchte ich was anderes tun, deswegen möchte ich ja wissen, ja, wie weit er weg ist am Anfang. Aktuell war er noch, ich muss gerade überlegen, 80 Meter. 80 Meter? Boah, wie viel kann er in einer Runde laufen? Zu viel vermutlich. Ja, ach. Vermutlich mehr als tun. Ja. Kann springen. Na, warte mal, wie weit kann ich denn in einer Runde laufen? So was möchtest du denn tun? Ich würde eine Liturgie wirken, aber das dauert zu lange. Dementsprechend muss ich ihn duellen. Ich ziehe meine Waffe und dann gehe ich auf ihn zu. Er nickt dir zu und würde ebenso beginnen, eine Liturgie zu wirken. Du hast also die Zeit. Ja, die wunderbar. Die Herausforderung wurde angenommen. Ja, dann. Meine Liturgie dauert 18 Aktionen. Gut, dann könnt ihr, während die anderen auf die Brücke zulaufen, du hörst noch das Knurren von Mira, die lauten Rufe von Yalan, das Folgen von Leadmon, irgendwelche Befehle, die von Isarun gebrüllt werden, und dann könnt ihr aufeinandertreffen, während die anderen es ebenso tun. Abelmir, du bist bereit, um deinen, was, Ignisphäre zu wirken? Ignisphäre, genau. Ignisphäre. Hab ich schon gewürfelt. 5W plus 6, 5W plus 2. Mhm. War nicht so viel.
waren nur 14 Trefferpunkte. Ja, du kannst nochmal den Schaden würfeln, den du selber bekommst. Und während der Feuerball an euch vorbei auf die Gruppe zurast, du überlegst noch, ist die Brücke überhaupt stabil genug für einen Flammenball? Da explodiert er vorher und eine magische Kuppel, die wohl um die Gruppe ausgebreitet worden ist, wird sie beschützen. Verdammt! In der Hand des Zelitenmagiers zerbröselt ein Kristall. Ja, aber eine Frage. Ja. Irgendwie sind wir seit der Ansage, ich steige auf den Bären und jetzt gute 200 Meter nach vorne gerutscht oder 300 sogar. Ja. Habe ich was verpasst oder schnüren wir das hier gerade alles zusammen? Nein, wir schnüren das zusammen. Also du kannst jetzt natürlich handeln, wie du willst. Willst du zum Sturmangriff ansetzen? In die Eigentlich wollte ich den Bären nur zu Rafim zurückbringen, aber da wir jetzt schon so weit vorne sind, hat mich wohl die Arroganz gepackt und ich glaube, das selbst zu können. Also ja, ich möchte jetzt auf diese Reihe zustürmen und dann einen Satz über sie hinweg machen, um an den Magier zu kommen. Wow, in eine Formation reinreiten, das haben wir schon mal versucht. Dann wirft einen Sturmangriff mit dem Pferd. Reitenprobe. Es ist ein Reitkriegsbär. Er wird wohl keine Angst vor den Speeren haben. Mira ist ausgebildet. Wenn du den jetzt umbringst, wirst du richtig Ärger mit Rafim bekommen. Aber die Probe ist so gut geschafft, das glaubst du gar nicht. Ja. Im Fluss. Dann möchte ich gerne, es will ich gegenhalten. Was hast du denn für eine Reiterinitiative? Moment, die würfel ich kurz aus. Ich möchte auf alle Fälle gegenhalten, finde ich nicht so gut, aber... Meine Reiterinitiative ist nur... Warte kurz, Hälfte von 7 ist 4, 20. Ich kann auf alle Fälle umwandeln und nicht nur... Das ist ein Angriff, ne? Ich kann einen Angriff nicht. Du kriegst einen Passierschlag und sonst gar nichts. Warum? In eine Formation reinreiten? Ich will ja nur an dir vorbei, eigentlich. Es ist schlecht geregelt, weil die Ratte-Regeln schlecht geregelt sind. Du kriegst auf alle Fälle drei Speere. Soll ich sagen, die dürfen jeder einen Angriff machen. Ich denke, das ist fair. Aua. Darf Mira denn auch noch Dinge tun? Weil ich meine, sie ist ja kein Pferd und vielleicht schützt sie mit den Hinterbeinen noch ein bisschen nach, wenn sie da rüberspringt oder so. Ja. Ich glaube, diesen Crit würfelst du neu. Du möchtest einen Schicksalspunkt für den Crit ausgeben? Ja, ich denke, das ist gerade das Passendste. Gut, vom Olurenspielkämpfer. Ich muss gerade mal überlegen. Also die 1 würfel ich neu, dann habe ich die 13 gelungen und die 17 ist misslungen. Der Crit wäre bestätigt und den würfel ich neu. Ja, ist das eine Parade oder ist das eine Attacke? Es wird wohl eine Attacke sein. Gut, dann würde ich mich auf die 19 treffen und damit oder würde die 17 auch drin sein. Tun wir so, als wäre es ein Auflaufen lassen oder so und dann ist es... Alter, dein Schicksalspunkt war gut investiert. Wirf mal bitte deinen Patzer. Ich habe nämlich keine Tabelle. Und Mira bekommt einmal... Nee, du bekommst den Schaden. Das ist okay. Dann gebe ich dir noch... Das ist ein Stolpern. Gebe ich noch eine Zone für mich. Das ist das rechte Bein. Wie viel Schaden kommt? 9 TP von meinem Speer. Okay, dann kriege ich davon 5. Ja, also es wurde Schaden verursacht, ja? Ein Halsschmerz, der dein Bein entlang zieht und es fängt an zu pochen, während du hinübersetzt. Weißt du was, den Gestolperten werde ich tatsächlich auch... Mira springt er stolpert über die Brücke, weil Mira ist wirklich wirklich ein Vieh. So, dann nehme ich Boltax weg, hier allen rein und du bist übergesetzt, ja? Ich möchte auf den Magier hüpfen. Boltax hat ihn gerade als sehr gefährlich betitelt. Ja.